Hey Miles, bist du okay? Ja, es geht so. Ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Wir haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Okay, jetzt werden wir Mitglied des Undergrounds. Dann müssen wir uns natürlich einmal umziehen. Gehe ich von aus. Spezialanzug. Ich habe spezielle Fähigkeiten. Ich bin Profi. Mehr oder weniger. So, einmal noch hoch. Ein paar Stunts machen zum Leveln. Oder auch nicht. Hey Freunde. Offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. Und jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren. Jameson hat als gelernter Journalist in so etwas jahrelange Erfahrung. Auch wenn ich recht habe... Ja, das sagtest du bereits. Manchmal geht es nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass man am meisten oder am lautesten redet. Aber trotzdem stelle ich mich der Diskussion. Ich muss es einfach versuchen. Und hey, vielleicht lernen wir ja alle daraus. Wer hätte gedacht, dass wir durch den Central Park doch so gut durchschwingen können? Diskussion mit JJJ. Die Textversion dann auf meinem Blog. Und noch ein Stunt. Und investiert in Blaulichtfilter, wenn ihr am Computer Kopf wäre. Oh, stell mal vor. Stell mal vor, du schwingst hier durch den Park oder durch die Straße oder so. Bleibst mit deinen Gesäßteilen, also mit deiner Gesäßregion an so einer Laterne hängen. Das würde, glaube ich, ganz schön zwiebeln. Bekloppte Gedanken, ich weiß. So. Und jetzt gehen wir nach ganz unten. Oh. Leider auf die Kante gefallen. Was? Da wird jemand überfallen oder was ausgeraubt? Nicht, wenn ich in der Nähe bin. Okay. Wir können mit den Knarren umgehen, also zwing uns nicht. Wird einmal hier hochgehen. Die bedrohen den aber ganz schön lange, ne? So. Wurfschleuder. Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert. Werfe drei Gegner mit der Wurfschleuder. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Was ich habe, sind Fettfinger. Die haben wir definitiv. So. Ne, ich kann den nicht schmeißen. Okay. Ich habe auch gar nicht gelesen, was das andere war, was wir machen sollen. Danke. Ich habe trainiert, weißt du? Ich war im Yogakurs. Er macht's einfach nicht. Er macht's einfach nicht. Na, jetzt aber. So. Ja, mach doch. So, der letzte, ne? Nee, vorletzte. Wir haben noch zwei. Okay, jetzt haben wir noch einen hinten an der Mülltonne und dann war's das. Na, kannst nichts sehen, ne? Ah, widerliches Zeug, das klebt. Aber keine Angst, in der Stunde ist das wieder weg. Spider-Man 1, Räuber 0. Luftschleuder. Ach so, das ist mit Luftschleuder gemeint. Ja, natürlich wusste ich das und habe die Quest ordnungsgemäß erfüllt. Keine Ursache. Hier, mehr kann ich dir leider nicht geben. Teile es dir gut ein, ja? Ich bin durchgefroren. Nach links, rechts, links. Links, rechts, links. Guck mal, wir können hier könnten wir noch was holen. Wie hoch kommen wir?
Müsste nicht hier auch noch ein Kernreaktor in der Nähe sein? Aktivitäten verfügbar. Ja, interessant. Was können wir hier holen? Hier gibt es irgendwas zu holen. Wir sind genau mittig, aber uns wird auch nichts angezeigt, ne? Heute habe ich die große Ehre, Simon Krieger von Roxxon Energy willkommen zu heißen. Mr. Krieger, Sie erzählen überall von großen Nutzen Ihrer Nuform-Reaktoren. Ein Krimineller. Der erste soll bald in Harlem an den Start gehen. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Jonah, lassen Sie mich zuerst sagen, welche Ehre und Freude es ist, in Ihrer Show sein zu dürfen. Ah, hier, guck mal, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben Zugang gefunden. Sie haben recht. Einige wollen unser Projekt verhindern. Vor allem Rio Morales, die bei der kommenden Stadtratswahl gute Chancen zu haben scheint. Ich respektiere Miss Morales. Sie ist klug, ein tolles Vorbild. Ja, das haben wir gemerkt an der Kundgebung. Ich fürchte, sie setzt ihre Energie an falscher Stelle ein. Durch unsere Nuform-Reaktoren wird New York zu einer besseren Stadt für alle. Manche Leute tun sich schwer mit Veränderungen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat von einem erfolgreichen Mann zum anderen. Wissen Sie, was ich meinen Kritikern gern sage? Sie und das Loch, aus dem Sie gekrochen sind. Jonah ist so geil. Ich bewundere Ihre Hingabe. Sie nehmen ein Bußgeld für ungeschönte Wahrheit in Kauf. Bußgeld? Was meinen? Jared! Wie viel? Das musst du nachbearbeiten. Jonah ist so cool. Ich finde den Typen mega. Ja, dass Roxxon natürlich gegen unsere Mom arbeitet, das ist nachvollziehbar. Wir wollen ja das Business zerstören. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur so. Also, ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Eine Maske, Waffen, System vom Underground. Aber du musst mit mir reden. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Rache ausüben? Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Ich bin schwul. Nein. Tja, also, Schule. Ich helfe bei Feast. Zocken. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Ich habe ein Drogenproblem. Der wahre Grund ist, ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Es ist egal. Das ist eigentlich genial, wie er jetzt die Wahrheit sagt, ohne direkt die Wahrheit zu sagen, ne? Ich weiß nicht. Also Rick war, er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Okay, gehen wir. Wohin? Du weißt, dass ich Höhen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf.
Das ist die Underground-Basis hier. Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Hm. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung. Weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxxon an. Komm schon. Okay, also wir schließen uns Terroristen an, weil wir alleine keine Rache ausüben können. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Ich muss was machen? Na los, du schaffst das. Na gut. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Wir könnten einmal runterfallen, um ein bisschen tollpatschig zu wirken. Und jetzt Spider-Man-Sprung. Hab dich. Oh, unsportlich können wir auch, ne? Bin ich jetzt offiziell Clubmitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewöhn dich erstmal ein. Gut. Alter Schwede. Geh zu Gavin. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Okay, wir kämpfen jetzt gegen mich. Das heißt, ich habe jetzt drei Jobs. Ich muss einmal der normale Miles Morales sein, der für die Schule lernt und seiner Mama ein bisschen hilft, wenn er Zeit findet. Ich muss Spider-Man sein, der gegen das Verbrechen kämpft. Und ich muss ein Mitglied des Undergrounds sein, der Verbrechen verübt. Okay, klar. Okay, das ist cool. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nuform lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Okay, was war das? Mir ein paar Monitore. Da hinten ist noch so eine... Was ist das denn? Kameraständer? Da sind auch noch ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Hey, ist ganz schön groß hier, ne? Am Projektor war das. Was ist das von Martin Wiesleuten? Ja, Prophet. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Okay. Sie sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber wo trainieren sie? Ist schon komisch. Was haben wir hier vorne? Hier können wir auch nochmal investigativ die Kiste angucken. Vorratskiste. Ja, aber in dem Fall leer. Da wurde sie schon bedient. Das wird spannend. Ganz schön viel Geld. Alter Schwede. Ist noch mehr. Hört sich gut an. Boah. Lecco Mio, ist das viel Kohle. Ich hasse Spider-Man. Seit er
damals nichts gegen den Teufelsarten getan hat. Und der Neue ist genauso blöd wie der Alte. Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Newformen rumschleppen. Blöde Brücke. Vielleicht ist es jetzt hier. Also die sind alle nicht von unserer Freundin angetan hier, ne? Ob die wirklich loyal sind? Könnt mir gut vorstellen, dass wir letztendlich mit Tinker dass wir mit Tinker noch gegen den Underground kämpfen können. Ja, Kingpin. Das würde Fisk nicht gefallen. Er hatte hier überall Verstecke und Falltüren. Kein Problem für uns. Der Fisk-Tower gehört jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Verstecke und Falltüren. Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Oh. Als sollte ich dahin. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit. Wir müssen trainieren, denn wir sind unsportlich, wir haben Höhenangst und kann ich denn auch einfach runterspringen? Ich bin drin. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Alter. Zieh dich um. Wem schreibst du da? Meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Um euch den Arsch aufzureißen. Gut, dann wollen wir uns mal umziehen gehen. Jetzt gehen wir einmal als Böser rein, einmal als Guter. Oder als krimineller Anwärter. Okay. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. So. Ich bin in der Lüftung. Klasse. Hast du rausgekriegt, wo sie das Nuform verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummipapier eine Bombe bastelst? Warte, was? Eigentlich kriege ich eher Klaustrophobie hier drin. Keine Neugier. Okay, ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Underground-Trainingseinheiten beenden. Dann suche ich nach einem Geheimraum. Alter, nicht schlecht, ne? Sieht ja aus wie bei Ninja Warrior hier. Okay, wir haben da oben, da hinten haben wir noch ein paar Gegner. Die Frage ist, sollen wir jetzt stealth-mäßig hier einfach durchsuchen? Oder wollen wir gucken, dass wir alle ausschalten? Auf jeden Fall müssen die Scharfschützen müssen weg, ne? So, wo ist denn unsere Freundin? Trainiert Tinker hier auch? Muss ja. Die ist ja mit runtergegangen. Oh, wir wurden fast gesehen. Ach, das ist ja jetzt ärgerlich. Die müsste sich einmal umdrehen. Die kann uns die ganze Zeit sehen, ne? Obwohl sie eigentlich in eine andere Richtung guckt. Lass sie nicht durchkommen. So, die nehmen wir einmal weg. Oh, ich hatte kurzzeitig Angst, dass sie runtergefallen ist, ne? Okay. Netzschlag. Warte, den Baumeln war auf. Das ist unauffälliger. Guck
Gut, jetzt müssen wir uns nur noch nach unten kämpfen. Ist auch witzig, die trainieren hier, aber haben trotzdem Wachposten, die gucken, wenn hier einer reinkommt, ne? Dass die da gleich beigehen. Okay, gehen wir hier noch einmal rüber, dann nehmen wir den da weg. Oder die da. Bei der können wir leider nur einen Netzschlag machen. Okay, wir haben da hinten noch eine Scharfschützin und wir haben eine hier vorne. Nein, hast du nicht. Toll. Ach Mann, es klappt halt nie, wie man das haben möchte, ne? So, kleinen Moment. Wir müssen hier erstmal... Oh Gott, die ganzen Scharfschützen. Leck mich am Arsch. Oh, ui. Oh. So. Jetzt nehmen wir mal einen weg hier. Und ausweichen, 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 ausweichen. Alter. Wir müssen auf jeden Fall die Scharfschützen erstmal loswerden. Ja, ich bin ja dabei, aber ihr macht es mir nicht einfach. Okay. So. Die haben wir auf jeden Fall weg. Oh mein Gott. Ja, danke schön. Das war euer Kumpel. Fettfinger. Schön. Venom Power verschwendet. Mein Gott. Ja, ich weiß. Kommt nie wieder vor. Ja, ich weiß. Halt mal. So, jetzt müssen wir mal langsam anfangen, hier ein bisschen auszusortieren. So, wir haben noch... zwei Scharfschützen haben wir definitiv noch. Okay, das hat uns nichts gebracht. Vorsicht. Ah, ich hab dich gewarnt. Achtung, Knie. So. Oh mein Gott. Das ist ja der pure Stress hier. Ja, ich weiß, ich kann hier absolut nichts machen. Mein Gott, ich bin hier dezent konzentriert. Oh, so. Ich denke gar nicht dran. Ich stehe, aktuell stehe ich noch besser da als ihr. Okay. Aber es wird schon dezent knapp. Ja, Stärke ist in dem Fall relativ, würde ich sagen. So. Ach, diese Fettfinger, ich krieg noch ein zu viel. So. Ach ja, gut. Wir müssen mal ein bisschen wandern. Oh, einmal kurz Überblick kriegen. Ach, das ist doch so unfair.
Okay, den haben wir weg. Ach, Gottes Willen. Wollen wir... Wir können ja erstmal... Wir gehen jetzt einmal hier in eine Ecke, wo keiner weiter schießen kann. So. Ja, noch nicht. Aber ihr seid nah dran. Also ihr macht es nicht schlecht. Ne, muss man ja auch mal loben hier. So viel Einsatz. Ja, möglich. So. Das ist doch schon mal ein bisschen was wert hier. Oh. Du bist ganz schön frech hier. Oh. Mein Gott. Es tut mir echt leid, aber ich kann hier gerade echt nicht sprechen. Aber jetzt wird es langsam ein bisschen ruhiger. So. Die anderen verstecken sich hier oben. Guck mal, die gehen uns sogar dezent aus dem Weg, ne? Oh mein Gott. Ja. Ich versuche eher den Blick nach unten zu wenden. Mein Gott. Das ist ja der pure Stress hier. Immer keine Spur von Fett. Muss ja irgendwo hin. Schildkröte auf dem Rücken. Er ist immer noch am Fallen. Er liebe Kunst, die einen Zweck erfüllt. Er ist so traumatisiert, er rafft gar nicht, dass er unten schon angekommen ist. Aber man hat auch Geheimgänge bei Wiggle, 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 Wiggle. Also. Ja, verstanden. Ich suche ja. Okay, so, wir müssen Geheimgänge finden. Mein Gott, war das anstrengend. Ich muss ja ehrlich sagen, das war ja sowas von anstrengend. Wieso leuchten die grün? Können wir nur kaputt machen. Okay. Wir haben halt noch diese Kisten. Da können wir nur für Ablenkung sorgen, ne? Warte, sind da irgendwelche großen Statuen? Ja. Ich glaube, da war eine. Sieh dir die doch mal an. Fisk und Statuen passen zusammen wie Essiggurken und Ursaft. Also gar nicht. Also gar nicht. Dann brauchen wir hier gar nicht gucken. Das passt nicht. Oh, Geheimtreppe. Ziemlich cool. Ob Tinker hier auch runtergelaufen ist? Ganz schön tief. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Hast du gerade den Lärm aus der... Er hätte ja auch eine Falltür nehmen können, ne? Macht auch den Underground krank. Die sind so... Ja, sicher, das Nufo macht jeden krank. Ja, gut, das Nufo macht die also auch alle kaputt. Wenn wir denen das lange genug in den Händen lassen, vielleicht sterben die ja von sich selbst aus. Ja, im Labor statt aufwärts. Genki, das Nufo ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß. Vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist, woher es stammt.
Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Ups. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Oh oh. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Wow. Was ist denn das für ein Schwert? Wow, ist das ein neuer Move? Das weiß ich noch nicht. Aber es hat funktioniert. Ehrlich, hat's? Ich hab ein Standbild. Ich nehme die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ja, also... ein epischer Moment auf jeden Fall. Aber wir haben irgendwie... wir müssen den Kontrollpunkt nochmal neu starten. Ja, wunderschön. Jetzt hat sich das Spiel geschlossen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen morgen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Es ist halt sehr stressig geworden, ne? Es tut mir leid, dass ich so still bei diesem Spiel bin. Bin ja eigentlich voll die Quatschtante, aber hier hochkonzentriert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Verliert nicht das Interesse. Bis dahin, macht's gut. Ciao.